Du Opfer, du, das ist ja so ein ganz beliebter Spruch geworden und leider geht es nicht anders. Man muss heutzutage alle Menschen auf dieser Erde, besonders auch die, die sich für Kommuneleben interessieren, für die Gemeinwohlgemeinschaft Köln Süd, für die Superglückskommune Köln Süd interessieren oder auch einfach nur so interessieren, wie sie morgen im Kapitalismus glücklicher werden können. Da gibt's nur eine Antwort, du Opfer, du. Gar nicht. Im Kapitalismus kannst du jeden Tag wieder das aufs Neue die Hoffnung haben, morgen glücklicher werden zu können durch irgendetwas. Du wirst vielleicht den einen oder anderen netten Moment haben, aber dann kommt dann wieder das große Unglück, denn im Kapitalismus, der identisch ist, also der quasi nur mit einem Wort zu beschreiben ist, Kapitalismus ist der Glückszerstörer. Der Gesundheitszerstörer, der Wohlfühlenszerstörer schlechthin, das ist seine Funktionsweise, seine Mechanik, ist Glücksräuberei und Glückszerstörerei und deswegen gibt's das alles nicht, ja? Also deswegen gibt's eigentlich nur die Aufforderung, du Opfer, du, fang sofort an zu verstehen, wie du zum Opfer wurdest und wie du da eventuell wieder rauskommen kannst. Wahrscheinlich gar nicht, denn der Kapitalismus ist wahrscheinlich viel stärker als wir alle und so weiter. Aber ja, wir versuchen es mal. Jedes parasitäre Lebewesen in der Natur, und das heißt, man kann den Kapitalismus nur verstehen und auch nur kommunefähig werden. Viele Menschen gehen in Kommunen und wissen gar nicht, dass sie gar nicht fähig dazu sind. Ja, man kann also kommunefähig überhaupt nur werden, wenn man anfängt, sich von den völlig falschen Analysen eines Karl Marx endgültig zu verabschieden und zu den realistischen Analysen, den psychobiologischen Analysen zu kommen, ne? Ja, also genauso wie wir in der Natur, wir haben lauter Lebewesen. Und es ist ein völlig normaler Vorgang in der Natur, dass es eben auch Parasiten gibt. Parasiten oder dass Lebewesen teilweise als Schmarotzer oder Parasiten agieren oder vollständig. Es gibt manche Lebewesen, die wahrscheinlich ihr ganzes Leben nichts anderes tun, als durch Informationen, die sie an andere geben, sie zu beeinflussen, dass diese anderen sie quasi bedienen und beschenken und geben, eigentlich gegen deren Willen, aber da sie ja durch falsche Informationen verändert sind. Also zum Beispiel ein Baum wird durch ein Würmchen, das eine bestimmte chemische falsche Information, einen Irrtum absendet, das, was wir ja dann parasitäres Mem oder vorteilbringenden Irrtum absendet, also eine informationelle, stoffliche, informationelle Irrtumsgeschichte absendet, wird der Baum dazu veranlasst, etwas für ihn selber Schädliches zu tun, nämlich eine Pflanzengalle, einen Schutz- und Nahraum für die Kinder dieses Würmchens zu bauen, was er natürlich eigentlich nicht freiwillig tun würde, aber der Parasit ist halt so gut, dass er es schafft. Oder dass eben zum Beispiel eine Ameisenkönigin, eine fremde Ameisenkönigin, Informationen an die Ameisen eines zu erobernden Stockes gibt, so dass diese Ameisen manipuliert sind durch diese, ja, nicht verbalen, chemisch-verbalen, vorteilbringenden Irrtümer, dazu, dass sie hingehen und ihrer eigenen leiblichen Mutter bei lebendigem Leibe den Kopf abschneiden und dann der neuen, der Königin, der Sklavenhalterin sozusagen dienen. Und das haben wir auch bei Menschen. Also ich kenne zum Beispiel eine Bettlerin, von der nachgewiesen ist, dass sie
zum Beispiel jedes Arbeitsangebot ablehnt und sozusagen hier als Sklavenhalterin von der Arbeitskraft hier der Bürger leben möchte und das seit vielen, vielen Jahren und das auch sehr, sehr gut schafft und ihre eigenen Kinder so auf Kosten der arbeitenden Bürger hier dieses Landes hochziehen kann und so weiter, ja. Und das heißt also, auch dort läuft es so, diese Bettlerin gibt den Menschen Fehlinformationen, verschweigt natürlich ihre Arbeitsverweigerungstendenz, ja, und tut so, als wäre sie das Opfer von irgendwelchen schlimmen Umständen. In Wirklichkeit weigert sie sich, jede Arbeit anzunehmen und ja, und schlachtet so die Menschen aus und lebt eben in diesem Falle wahrscheinlich ziemlich vollständig als Parasit und Schmarotzer in hier in Deutschland, ne? Und das wird begünstigt dadurch, dass die ganze Sparte der Sozial die Sozialsparte, das sind also alle Sozialberufler, leben ja davon, wenn es mehr offiziell arme, in Not lebende Menschen gibt, wie diese Bettlerin, ja, sozusagen. Und deswegen senden auch diese Sozialsparten in alle ihre Köpfe, liebe Opfer sozusagen, die Irrtümer aus, die vorteilbringenden Irrtümer aus, dass diese Menschen, die da betteln, alle völlig unschuldige Opfer sind, die natürlich fürstlich unterstützt werden müssen und eine Art Schlaraffenlandversorgung bekommen müssen. Warum? Weil wenn die Leute dann eine Schlaraffenlandversorgung durch Spenden und Geschenke und Gaben und so weiter bekommen, so wie diese Bettlerin überhäuft wird, dann ist es doch ganz klar, dass diese gerne in dem Status, in dem offiziellen Status des Armen verbleiben und damit Kundschaft der Sozialspartler bleiben, so ähnlich wie natürlich jemand, der von einem Bürgergeld verwöhnt wird, wie es jetzt geschieht, natürlich gerne Kunde der Arbeitsamtmitarbeiter bleiben wird, so dass also die Arbeitsamt, wo ist die Sparte der Arbeitsamtmitarbeiter hier, die Arbeitsamtssparte natürlich auch den Irrtum aussendet, das Bürgergeld sei ja noch viel zu niedrig und dadurch es zur Verwöhnung der Dauerarbeitslosen kommt und die dann natürlich sagen, na okay, dann bleibe ich halt gerne auch Dauerkunde sozusagen des Arbeitsamts und dann sozusagen dann werden die Arbeitsamtmitarbeiter nicht reduziert, sondern eher aufgestockt und dann kann man Karriere machen, vorgesetzter neuer Mitarbeiter zum Beispiel werden die ja wieder einen neuen Gruppenleiter brauchen und so weiter, ne? Also insofern ist das ganze Geschehen im Kapitalismus ausschließlich parasitär zu verstehen. Natürlich gibt es auch noch nebenbei, sozusagen, sorgt ein Arzt, macht auch manchmal etwas, eine Operation, was weiß ich, beim Autounfall, die einen gewissen Nutzen hat. Aber in der Summe, wenn wir jetzt die Summe aller Handlungen der Gesundheitssparten hier zum Beispiel rechnen und jetzt von einer Sekunde auf die andere in eine zweite Realität wechseln könnten und uns jetzt mal den Film anschauen könnten, wie Deutschland zum Beispiel in den letzten 3 Jahren sich entwickelt hätte, wenn es die Gesundheitssparten einfach, wenn die einfach nicht existent gewesen wären in den letzten 3 Jahren, dann wette ich, weil dafür nämlich alle modernen, neueren Studien sprechen, die da zu diesem Thema angestellt wurden, wette ich, dass es der Masse, nicht dem Einzelnen, nicht der Einzelperson, sondern der Masse aller 84 Millionen Deutschen besser gegangen wäre in dem Film, wo quasi das Gesundheitswesen ausgeschaltet gewesen wäre und gar nicht erst existent gewesen wäre, also quasi weggewischt gewesen wäre,
verglichen mit dem Film, den wir ja gerade erlebt haben, nämlich dass das Gesundheitswesen, die Gesundheitssparten vorhanden waren. Also ich bin ganz sicher, dass in der Summe, also der Summe der nützlichen Dinge, die geschehen, und die Summe der nicht bewusst schädlichen Dinge, die da geschehen, aufgrund von vorteilbringenden Irrtümern, dass das ein eindeutiges Ergebnis ist. Also, ich lese nochmal vor. Also, jedes parasitäre Lebewesen evoluiert völlig absichtslos diejenigen Infos, die zum maximalen Vorteil für den Parasiten führen. Insofern sind auch die vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten völlig absichtslos, ja? Wenn eine Sparte, das ist ein ganz normaler Mutationsselektionsprozess in der Evolution ohne Bösartigkeit. Also, und die Bezeichnung Parasit oder Schmarotzer hat nichts, eigentlich müssen wir aus dem beleidigenden Worten rausnehmen. Das ist eine ganz normale Lebensform der Evolution und der Natur. Also Parasiten sind nicht schlechte, das ist nur eine andere Lebensform, die uns vielleicht schlecht erscheinen mag, mit aus einer moralischen oder moralisierenden Perspektive, aber faktisch sind das ganz vernünftige Lebensweisen. Und Sie können hier weitere Sparten, lehrende, forschende Wohnsparten, hier können Sie sogar Blanco nochmal alle möglichen Sparten einschalten, ja? Einschreiben selber, die Ihnen noch einfallen, hier nochmal ein paar, die Sparten nochmal andersrum, die mir zu Anfang eingefallen waren. Und hier, wir würden jetzt vielleicht 40 Sparten stehen und jede Sparte besteht teilweise aus Millionen Mitwirkenden und die senden natürlich immer die gleichen vorteilbringenden Irrtümer an die Journalisten, an die Unis, an die Spielfilmemacher, an die Politiker und Parteien aus. Und dadurch kommt es natürlich immer nur zu Wahlergebnissen, in denen die Wählenden das wählen, wozu sie manipuliert wurden durch die Summe. Also jeder Mensch wählt das, wozu ihn die Summe der von ihm für Wahrheit gehaltenen, vorteilbringenden Irrtümer verschiedener Sparten quasi treibt, das zu wählen. Ne? Ja, und neben den scheinkooperativen Anteilen, ich glaube, die habe ich vorhin auch irgendwo gesehen, ja. Also es gibt natürlich im Kapitalismus, auch im Gesundheitswesen, gibt es den einen oder anderen echten kooperativen Anteil, aber die antikooperativen Anteile dürften längst weit überwiegen durch die vorteilbringenden Irrtümer. Und manchmal kommen ja auch noch die kriminellen Lügen dazu, wenn ein Arzt das Gesundheitssystem betrügerisch ausnutzt zum Beispiel, ja. Aber das ist sozusagen neben den realen kooperativen Anteilen und den scheinkooperativen Anteilen, die also nur fantasiert werden, ja, sozusagen wuchsen die parasitären, schmarotzerischen Anteile immer stärker und werden noch in Zukunft immer weiter wachsen, denn der Kapitalismus scheint durch nichts besiegbar und aufhaltbar zu sein. Und deswegen auch die Menschen, die sich bis jetzt für die Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd, die Superglückskommune Köln beworben haben, die waren so stark vom Kapitalismus kaputt manipuliert worden, dass sie so viel Korrektur bedürften, wie man das in einer Kommune gar nicht leisten kann. Eine Kommune ist ja keine VIAT, also keine vorteilbringende Irrtümerabbautherapie-Klinik, in der man auch schwere Fälle aufnehmen kann. Und wir suchen ja die leichten Fälle, aber die leichten Fälle wiederum sind natürlich auch wiederum so erfolgreich relativ im Kapitalismus, das sind ja dann oft keine gescheiterten Menschen, dass sie natürlich auch überlegen, ob sie wirklich auch nur mal urlaubsweise sozusagen ihre Erfolgssituation im Kapitalismus verlassen sollten, um die Gemeinschaft Köln-Süd auszuprobieren. Ja, was es schon bringt, wenn man zu zweit, zu dritt gemeinsam an einem Strang zieht und nur noch ein Ziel hat, wirklich eine gesunde, glückliche Kommunenwelt aufzubauen. Ne? Ja,
heute nicht auf die Vorteile. Ach ja, warum heißt es jetzt nochmal immer in der Betonung Gemeinwohl, ökonomische Gemeinschaft Köln-Süd oder Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd, Gemeinwohlgemeinschaftsökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, Kombination GWÖ, GWO, Kombi-Gemeinschaft Köln-Süd. Ja, wenn die Leute nämlich nicht auf die Vorteile des Tauschhandels verzichten wollen, der Tauschhandel hat ja nicht nur diese Nachteile, dass die vorteilbringenden Irrtümer entstehen und wir alle durchmanipuliert werden, sondern der hat ja auch gewisse Vorteile, dass man nämlich Güter bekommen kann, die in der eigenen Gruppe, Kommune nicht hergestellt werden können, ja. Und wenn die Leute auf diesen Vorteil nicht verzichten wollen, müssen wir natürlich sofort beim ersten Tauschhandelsakt zwischen den Kommunen müssen wir sofort die GWÖ-GWO-Kombi einführen, also Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner erfassen und messen, sonst beginnt sofort der gnadenlose Raubtierkapitalismus wieder von vorne, ja? Ja. Also nochmal, in modernen Gesellschaften gibt es viele Sparten, die Vorteile durch den Niedergang der Gesellschaft haben, ja. Also Marx hat das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass es ja Behörden gibt, wie die Sozialsparten, hier noch einmal die Sparten, wo sind sie denn hier so, Sozialsparten, Weltsozialsparten, Weltsozialsparten haben ein Interesse am Zugang von Armut und Hunger in der Welt, ja, Sozialsparten am Zugang von, an der Zunahme von Armut, nicht Interessen, sondern wenn sie Irrtümer entwickeln, die zufällig, so rum ist es richtig. Wenn die Sozialsparten und die Weltsozialsparten zufällig Irrtümer entwickeln, die um sie herum zu mehr armen und hungernden Menschen führen, dann kommt es zu Vorteilen für diese Sparten, von denen dann alle Spartenmitglieder profitieren, indem Geldflüsse in Form von Spenden für die immer mehr Hungernden in der Welt an die Geschäftsführer dieser Sparten fließen, der NGOs zum Beispiel fließen und sich neue Karrieremöglichkeiten in den Sozialsparten eröffnen. Ja, das heißt, da sind keinerlei Absichten dabei. Das sind nicht bewusste Vorgänge. Da findet keine Verschwörung statt. Wir sagen ja, vergessen Sie diese Verschwörungstheorien. Das ist alles, sind falsche Ideen. Nicht bewusste Evolutionsvorgänge bestimmen den gesamten Kapitalismus. Ja. Und die Gesundheitssparten haben auch am Niedergang, wenn sie vorteilbringende Irrtümer entwickeln, die die Bevölkerung immer kränker machen, kommt es zu Vorteilen für diese Spartenmitarbeiter sozusagen, weil sie einfach mehr verdienen und mehr Aufstiegsmöglichkeiten haben. Und also die Waffensparten haben natürlich wenn Waffensparten Irrtümer entwickeln, in Waffensparten sich Irrtümer entwickelt haben, die dazu führen, dass es zu Bürgerkriegen, Gewalthandlungen, gewaltsamen Übergriffen, Erschießungen, gegenseitigen, Waffennutzungen kommt, Schießereien in Deutschland kommt und so weiter, zu denen es ja fast täglich kommt, oder zu Kriegshandlungen und so weiter. Und immer verdienen dann die Mitarbeiter der Waffensparten, ne? Und so haben alle, auch die Alkoholsparte hat natürlich, wenn da sich Irrtümer entwickeln, die dazu führen, dass es noch mehr Alkoholiker in Deutschland gibt, dann hat natürlich die Alkohol- und Tabaksparten und Zuckersparten und so weiter, haben natürlich an diesem Niedergang große Vorteile, wenn die Gesellschaft süchtiger wird und dadurch noch schwächer und arbeitsunfähiger wird und so weiter. Ja? Und so, das hat Karl Marx niemals sehen können, dass es also in modernen Gesellschaften viele Sparten gibt, die Vorteile aufgrund des Niedergangs der Gesellschaft haben, ne? Nicht nur das Arbeitsamt, sondern viele andere. Ja? Diese Sparten hetzen auch eben links- und rechtsextremistische Menschen auf zu einem Hass auf die dann diskriminierte Minderheit der Fähigen, der Eliten, der Arbeitsplätze schaffe und Unternehmer und der Reichen und so weiter.
Und das vergrößert dann die Chancen, dass diese rechts- und linksextremistischen Dinge dann am eher eine größere Chance am Ende haben, Neostalinisten, Neofaschisten und so weiter zu werden. Die Sparten, die sie dazu aufgehetzt haben, es gibt jetzt möglicherweise zwei Sparten. Einmal dass die Links- und Rechtsextremisten Kraft ihrer Gelder auch selber als Sparten auftreten und die dann natürlich eine größere Chance haben, dann als neue Neo-Stalinisten oder Neofaschisten aufzutreten, als neue Stalins, Hitlers und Maos und Honeckers und so weiter. Aber es gibt auch die zweite Möglichkeit, dass eben da die Sparten innere Sicherheit, die zu solchen Gedankengut aufhetzen, zu solchen Hass auf diese diskriminierten Minderheiten der Fähigeren sozusagen, die Minderleister aufhetzen, quasi zum Hass auf die Höherleister sozusagen, dass es dadurch zu mehr Straftaten kommt, von denen dann zum Beispiel wieder die Sparten innere Sicherheit profitieren, ne? Auch zu verbalen Straftaten und so weiter. Ja, also das heißt, also es ist ja, es ist es sind lauter manipulative Vorgänge, die aber am Ende uns allen schaden und die auch immer zu falschen Entscheidungen führen würden. Jetzt gucken wir uns noch mal was an, was hier noch stand. Hier, das können wir uns noch mal anschauen hier. Zum Beispiel, da gibt es auch die Idee eines Fußballturnieres, wo wir auch teilnehmen sollten. Ne? Und dann gucke ich mal, lese ich mal noch ein bisschen was vor. Ja. Um den Kapitalismus und auch in der Kommune überhaupt ein glückliches Leben hinzukriegen, also um den Kapitalismus auch in den Kommunen durch ein besseres und nicht wieder nur durch ein schlechteres, noch schlechteres Konzept ersetzen zu können, müssen wir erstmal die psychobiologische Analyse realistisch verstehen. Das ist also aus unserem Forum hier. Artens, die psychobiologische Analyse realistisch verstehen. Artens, wie der Kapitalismus in Wirklichkeit funktioniert. Jede Sparte versprüht Manipulationen, vorteilbringende Irrtümer, VIs, die die Menschen zu unrealistischen politischen Entscheidungen veranlassen, die der Sparte Profite bringen, aber allen anderen Menschen Schaden zufügen. Deshalb die Gemeinwohl-Ökonomie-Gemeinwohl-Wirtschaftsordnungskombination, GWÖ-GWO-Kombi oder kurz GG-Kombi, weil sie Profite durch Schädigung unmöglich macht und damit sofortigen Manipulations- und vorteilbringende Irrtümerabbau zur Folge hat. Ja? Das heißt, die Profite, die jetzt durch vorteilbringende Irrtümer erzielt werden können, die werden weggenommen und schon entwickelt jede Sparte eine große Offenheit dafür, sich sagen zu lassen, welche Irrtümer sie im Kopf hat, wird sie ruckzuck aufgeben, weil jeder dieser Irrtümer ja dann zum Verlustgeschäft geworden ist in der GWÖ-GWO-Kombi, ja? Und dadurch kriegen wir innerhalb weniger Monate eine völlige Freiheit von Irrtümern. Ja? Wahrscheinlich innerhalb weniger Monate. Denn dann entscheidet sich ja, gehst du pleite oder nicht, entscheidet sich an der Menge der eigenen Irrtümer. Vorher war es so, die Gewinne, du konntest nur dann große Profite haben, wenn du auch große vorteilbringende Irrtümer verbreitet hast. Ja? Und jetzt ist es dann in der GWÖ-GWO-Kombi, in der Kombi ist es ja dann genau umgedreht. Nur wenn du gar keine Irrtümer mehr im Kopf hast, kannst du noch Marktführer bleiben. Ne? Und dann geht das ruckzuck. Was meinen Sie, wie schnell die sich dafür interessieren, dass ihnen jeder sagt, welche Irrtümer sie noch im Kopf haben könnten? Und wir würden ihnen das natürlich von Seiten des Weltrates und der Next Scientists for Future.de die sofort sagen. Ne? Ja, also wir müssen die psychobiologische Analyse realistisch verstehen, betens, wie der Mensch wirklich funktioniert. Menschen tun aufgrund ihrer Genetik nur in seltensten Ausnahmefällen dasjenige, was Ethiker sich wünschen, sondern sind knallharte, gesunde Egoisten, die mehrheitlich
nicht, wir sehen jetzt nicht die Opfer irgendwelcher Parasiten oder Schmarotzer, die gibt's auch. Aber mehrheitlich sind die relativ resistent gegen Parasiten und Schmarotzer, mehrheitlich nur für sich selber und ihre Verwandten etwas zu tun bereit sind, weswegen die GWÖ-GWO-Kombi dem einzelnen Egoisten gute Belohnungen nur noch dann gibt, wenn er nicht nur sich und seinen Verwandten Gutes tut, sondern auch allen seinen Kunden, Mitarbeitern und Anwohnern gegenüber bewiesenermaßen Gutes und echte Akte der Nächstenliebe tut. Ja, kurze Pause. Und um glücklich in einer Kommune zu leben, muss man eben verstehen, wie die kapitalistische Weltlage jetzt noch aussieht. Alle noch kapitalistischen Staaten schauern mit sabbernden, geifernden Mäulern, wo ein anderer Staat bei der defensiven Wehrfähigkeit nachlässt, um dann sofort die immer vorhandenen Ressentiments gegen diesen Staat aufzubauen. Denken Sie dran, wie viel Millionen, wie viel hunderte Ressentiments in der Welt gegen Deutsche und Deutschland vorherrschen, die vorherrschen, existieren, die braucht man dann nur aufzubauschen und millionenfach zu wiederholen in einem Staat und schon hat man einen Hass auf die Deutschen geschürt und dann ziehen auch alle entsprechenden Soldaten des anderen kapitalistischen Staates sofort gegen Deutschland wieder in den Krieg, ja, so wie das in Russland wohl auch gelungen ist, einen Hass gegen die Ukrainer zu vergrößern, also die vorhandenen Ressentiments aufzubauschen und dann waren die Russen wohl, viele Russen bereit, dann eben über die Ukraine auch schön herzufallen. Und ja, so funktioniert die Welt. Also herzufallen wie über die Ukraine, den Irak, die Indianer und die Indios und so weiter. Ja, also in den Western kann man ja schön sehen, wie dann immer irgendwelche Ressentiments gegen Indianer und Indios einfach wiederholt wurden und so oft wiederholt wurden, bis alle Leute dann bereit waren, ihre waffentechnische Überlegenheit zu nutzen und die Indianer und Indios abzuschlachten, weil die waren ja dann die Bösen, die Untermenschen. Na? Deswegen muss Deutschland leider maximal und eigentlich auch jede gesunde Kommune müsste eigentlich leider maximal effizienzorientiert, defensiv wehrfähig bleiben, denn geht ja nicht an, dass eine Kommune sagt, naja, der deutsche Staat soll uns schützen, aber wir tragen zu dieser Wehrfähigkeit nicht mehr bei. Das hätte ja was Schmarotzerhaftes und eine gesunde Kommune müsste eigentlich ganz klar sagen, dass sie eigentlich etwas auch für ihren eigenen Schutz tun müsste oder sich an dem Schutz durch Deutschland und die NATO beteiligen musste. Also, denn sonst wäre ja die Kommune selbst wieder ein Schmarotzer und eigentlich wieder kein zukunftsweisendes Lebensmodell. Ja, also, aber leider, ja, wie gesagt, die existierenden Kommunen kann man eher eben ja eigentlich bis jetzt nur als kranke Dinge verstehen, ja. Ja, und zwar müssten eigentlich alle Kommunen und Staaten eben müssen leider, und die Indianer hätten eigentlich, denen fehlte halt die Information, dass es in Europa, sie wussten ja gar nicht, dass es Europa gab, dass es dort Staaten gibt, die so krank und so kapitalistisch krank sind, dass sie nicht 3 Stunden am Tag an Waffen tüfteln, sondern 8 Stunden am Tag oder 10 Stunden am Tag an Waffen tüfteln und deswegen bei einer Begegnung sofort in der Lage sind, die Indianer abzuschlachten. Das wussten die Indianer nicht, sonst hätten sie besser dran getan, auch 10 Stunden an Waffentechnik zu forschen und dann hätten sie auch selbst über Winchester-Repetiergewehre verfügt und hätten sich wehren können, ja, und so weiter und über Kanonen verfügt und hätten sich wehren können. So waren sie nicht in der Lage, weil mit 3 Stunden Arbeitszeit am Tag, wie es natürlich ist, können sie einem kranken kapitalistischen Staat mit 8 Stunden Waffenentwicklungszeit pro Tag oder 10 Stunden nichts entgegenhalten. Ne? Ja? Also deswegen muss leider auch
Deutschland noch maximal effizienzorientiert bleiben und defensiv wehrfähig bleiben, bis alle Staaten kapitalismusfrei sind. Erst dann kann die natürliche Arbeitszeit fast 3 Stunden täglich realisiert werden, weil es uns sonst wie den Indianern geht. Die gesündere Kultur wird abgeschlachtet durch die kränkere, vollkapitalistische europäische Kultur mit langer Arbeitszeit und Waffenentwicklungszeit. Ja? Das heißt also, um das nochmal ganz klar zu sagen, Sie als Menschen, als kapitalistisch zerstörte Menschen, sind voll von vorteilbringenden Irrtümern, die ihnen sagen, das geht auch anders, wir können auch sofort alle Waffen von uns werfen und dann niemand wird über uns, die wir dann so wie die Indianer leben, niemand wird über uns herfallen und so weiter. Das sind aber alles vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten, die ihnen irgendwelche unrealistischen Menschenbilder eingeimpft haben und unrealistische Bilder vom Kapitalismus und der Gefährlichkeit des Kapitalismus und so weiter. Das sind alles Fantasien, Illusionen, vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten und so weiter. Ja? Das wird nicht kommen. Ja? Ja, und jetzt zu diesem Fußballturnier der neuen Konzeption nochmal. Ja, bei 1 Million Zuschauer wäre schon ein wenig Repräsentativität möglich. Kritisieren der anderen Teilnehmer dieses Fußballturnieres der unterschiedlichen Weltkonzepte wäre ja nicht nötig, aber nur der Hinweis an die Zuschauer, an die Fernsehzuschauer, dass bestimmte Sparten ihnen falsche Menschenbilder und so weiter per Manipulation, vorteilbringende Irrtümer und so weiter beigebracht haben, weswegen sie gegenüber der GWÖ-GWO-Kombi die Einwände X, Y oder Z haben könnten, als LWWs, Lobbyisten wider Willen, zum Beispiel der Arbeitsamtsparten und so weiter. Ja, das heißt, wir, zum Beispiel sind wir ja alle durch die Arbeitsamtsparten mit deren vorteilbringenden Irrtümern geimpft worden. Der Mindestlohn von 12 Euro sei gut für das Land und würde die Situation der Menschen verbessern. In Wirklichkeit ist das ja ein Arbeitsverbot für alle Menschen niedriger Produktivität und Leistungsfähigkeit. Die werden dann nach einigen Jahren spätestens zu Langzeitarbeitslosen und Dauerarbeitslosen und kriegen ja auch keinen neuen Job, weil natürlich jeder neue Arbeitgeber prüft, haben die überhaupt eine Produktivität, dass ich denen überhaupt 12 Euro zahlen kann oder könnte ich die eigentlich nur einstellen, wenn ich denen nur 5 Euro die Stunde zahlen würde, weil es sich nur dann rechnen würde betriebswirtschaftlich. Und dann wird er sagen, nein, tut mir leid, ich kann sie nicht einstellen, und wird keine Gründe nennen, aber seine innere Rechnung sagt, da mache ich ja jede Stunde viele Euro Verlust und das kann ich nicht machen und deswegen kann ich solch einem Langzeitarbeitslosen genauso wie alle anderen Unternehmern nie mehr eine Chance geben. Und die bleiben dann lebenslang Kunden der Arbeitsamtssparten und die Arbeitsamtssparten wachsen durch solche vorteilbringenden Irrtümer wie die Verbreitung des Irrtums vom Mindestlohn natürlich munter weiter an und man macht intern wunderbare Karrieren und wird neuer Gruppenleiter der neuen Mitarbeiter, die die neuen Arbeitslosen verwalten müssen. Ne? Ja, nötig ist das, nämlich dass man die Zuschauer aufklärt, weil die heutigen Wählenden ja immer nur das wählen, zu dem sie manipuliert wurden, es zu wählen. Das können wir gar nicht oft genug sagen. Also Sie, du Opfer, du sozusagen, Sie, liebe Zuschauende, Sie sind so durchmanipuliert, dass Sie immer nur das wählen, was anderen gut tut und nicht das, was ihnen gut tut. Sie sind also ein Opfer von parasitären, schmarotzerischen Vorgängen im Kapitalismus. Also völlig natürlichen Vorgängen, die möglich sind, die aber ein gutes Wirtschaftssystem unterbinden sollte. Und das kann eben nur die GWÖ-GWO-Kombi unterbinden. Aber der Kapitalismus fördert die schmarotzerisch-parasitär-manipulativen Prozesse zwischen den Sparten und den Menschen, ne? Und je ähnlicher ein Konzept den Manipulationen ist, desto mehr wird das gewählt, zum Beispiel zur aktuellen Bundesregierung. Ja?
Ohne das Verständnis des Kapitalismus und seiner Manipulationen der Sparten kann es keine geänderten Wahlergebnisse geben. Wäre super, wenn ein solches Fußballturnier zustande käme, trotzdem ich selber persönlich jede Hoffnung auf die kapitalistisch endgültig Zerstörten verloren habe. Überall sehe ich nur Manipulierte, die nicht bewusst Marionetten meist mehrerer Sparten sind und gegen ihr eigenes Lebensglück kämpfen, so wie das Manipulationsopfer bzw. Opfer von Parasiten und Schmarotzern nun mal zwangsläufig tun, ja? Also die Ameisen, die ihrer eigenen Mutter bei lebendigem Leibe den Kopf abschneiden, die kämpfen gegen ihr eigenes Lebensglück, um sich bereitwillig unter eine fremde Eroberin zu versklaven und ihr als Sklaven zu dienen und daran zugrunde zu gehen und daran ausgeschlachtet zu werden. Aber so ist der Kapitalismus nun mal. Und du Opfer, du bist genau so ein Opfer. Und alles andere sind leider Illusionen. Komm zur Gemeinwohlgemeinschaft, Kommune, Glückskommune Köln Süd und dann können wir versuchen, dir zu helfen. Wir können versuchen, dir zu helfen, dass du aufhörst, ein Opfer zu sein und dadurch dann kommunefähig wirst. Aber ich weiß nicht, ob das auch nur bei einem Menschen klappt. Die Tatsache, dass über 20 der klügsten Professoren dieser Erde es schaffen, bis zu einem gewissen Grad manipulationsfrei zu erkennen, wie eine gesunde, manipulationsfreie Gesellschaft die Anekdote vom alten China Gemeinwohlwirtschaftsordnung aussehen würde oder eben die GWÖ-GWO-Kombi kurz gesagt, ja, dass das über 20 Professoren auf der Welt und vielleicht noch ein paar hundert auf der Welt noch nicht zum Weltrat gehörige Professoren vielleicht könnten, bedeutet doch nicht, dass 51% der Wählenden in allen Staaten das jemals könnten. Ja, also das heißt, da ist wahrscheinlich wenig Hoffnung. Ne? Also ich mache das gerade mal hier größer, weil das dann ein bisschen schöner aussieht. Ne? Ja, und ja, dann lassen wir es mal, glaube ich, gut sein für das. Jetzt muss ich das natürlich wieder rückgängig machen. Und ja, ich glaube, dann habe ich das, was heute anstand, alles erledigt. Ja, also herzlich eingeladen, du Opfer, du. Melde dich bei der Gemeinwohlgemeinschaft Köln Süd 0221 4308 2527, ist ja überall zu finden. Der Link zu nextsvf.de ist direkt unten in der Infobox und da ist direkt die Telefonnummer. Einfach anrufen, am besten vormittags. Und erstmal würden wir online oder durch Telefonkonferenzen dran arbeiten, denn wenn du, Opfer du, sozusagen nicht schon tief durchschaut hast, durch welche Manipulationen, vorteilbringenden Irrtümern, welcher Sparten du sozusagen zerstört wurdest und zum Opfer quasi von parasitären, schmarotzerischen Sparten wurdest und Irrtümer geglaubt hast und auch noch verfochten hast und als Lobbyisten wider Willen in andere hineingepumpt hast und so weiter, solange du auch nicht erkannt hast, durch welche vorteilbringenden Irrtümer deiner eigenen Sparte du durchmanipuliert worden bist und so weiter, so lange lass ich solche Menschen gar nicht in meine Nähe, weil Manipulierte sind gefährliche Menschen, also die sind richtig gefährlich, ja, also wir sehen es ja jeden Tag, Schießereien in Deutschland, Gewalttaten in Deutschland, Morde, Totschlag und so weiter in Deutschland, weil kapitalistisch manipulierte Menschen einfach unendlich gefährlich sind, ja. Denn sie sind ja von Sparten manipuliert worden, sich mit anderen zu prügeln zum Beispiel,
Spiel, dadurch werden sie einsam, kaufen dann mehr Alkohol, Zigaretten zur Beruhigung und so, und Medikamente und so weiter und Drogen ein, und dann profitieren wieder bestimmte Sparten daran, ja. Also von daher wirklich herzlich eingeladen und auf der anderen Seite natürlich alle herzlich eingeladen, politisch, natürlich gibt ja auch die Partei das Gemeinwohl, ich weiß gar nicht, ob ich das Bild jetzt hier habe, irgendwo, hier sehen Sie mich nochmal, im Moment bin ich ja auch eher bisschen mit Bart und so weiter und wo ist denn das mit der Partei des Gemeinwohls, da? Ja, komisch finde ich jetzt gerade nicht. Moment, das muss doch hier sein. Ja, also auf jeden Fall, politisch ist ja auch alles da. Da ist es doch. Politisch ist alles da. Aber die kapitalistisch Zerstörten, endgültig Zerstörten, werden kapitalistisch zerstört werden. Und da die Gehirngröße immer kleiner wird durch den Kapitalismus, wie in der letzten Sendung beschrieben, besteht also zu befürchten, dass die einzige realistische Prognose, es wird nie gute Kommunen geben, weil die Menschen durch den Kapitalismus psychisch endgültig zerstört sind mit all diesen vorteilbringenden Irrtümern im Kopf. Und es wird niemals gute Staaten geben. Es wird jedes Jahr, werden alle Menschen, alle 8 Milliarden Menschen auf der Erde durchschnittlich, im Durchschnitt, Einzelereignisse natürlich davon können immer mal in die Gegenrichtung gehen, durchschnittlich werden alle 8 Milliarden Menschen auf der Erde immer unglücklicher, immer weniger wohlfühlig, immer kränklicher, immer gewaltbereiter und werden, ja, wie war das bei der Silvesternacht, wieder ein Symbol für noch mehr Gewaltbereitschaft, ja, und so weiter. Also, dass diesmal nicht nur wie auf der Kölner Domplatte damals sozusagen Art sexuelle Übergriffe auf Frauen, sondern jetzt schon auf Hilfskräfte des Staates, sozusagen gewalttätige Übergriffe. Ja, also es geht immer weiter bergab. Also es gibt im Kapitalismus nur eine Richtung für uns alle, immer weiter bergab. Und du, Opfer, du glaubst noch, dass du morgen im Kapitalismus endlich dein Glück findest. Das ist die große Illusion des Kapitalismus. Das wird nicht stattfinden. Du wirst vielleicht ein paar Mal guten Sex haben und dann fängt der Stress an und das Ganze wird zum Theater und irgendwann stehst du vor einer Horrorscheidung und so weiter. Naja, also viel Spaß dabei bei dem Versuch, du Opfer, du sozusagen, dein Glück im Kapitalismus zu finden, was aber faktisch leider unmöglich ist. Tschüssi, bis zur nächsten Sendung.